sprechen diese kleinen, ganz normalen Dinge des Alltags zu mir, um mir geistliche Prinzipien oder das Wort Gottes, das ich lese, verständlich zu machen. Dinge, die ich im Alltag erlebe oder auf die mein Blick fällt oder die ich höre, werden mir so zu einem Beispiel, wie ich das Wort Gottes, was ich lese, in mein Leben einbauen kann. Und so kann ich verstehen und lernen, was Gott mir sagen möchte. Zum Beispiel so ganz alltägliche, normale Dinge, dass wir zum Beispiel jeden Morgen aufstehen, um uns anzuziehen. Kleinen Kindern muss man das Ausziehen der Kleidung und das Anziehen der Kleidung beibringen. Wenn wir bestimmte Anlässe haben, ziehen wir uns unterschiedlich an. Zum Beispiel, wenn wir in den Garten gehen, haben wir bestimmte Kleidung. Wenn wir zum Schwimmen oder Sport gehen, haben wir bestimmte Kleidung. Wenn wir zu einem festlichen Anlass gehen, haben wir ebenfalls eine bestimmte Kleidung. Und die Bibel spricht in ganz vielen Versen davon, dass wir Kleider anlegen oder Kleider ablegen. Ich möchte dir dazu verschiedene Texte vorlesen, die dir das deutlich machen, denn mit dem Anlegen der Kleider oder mit dem Ausziehen der Kleider sind ja bestimmte geistliche Prinzipien gemeint. Da geht es um Haltungen, die wir ablegen sollen, um gute Haltungen vom Wort Gottes anzuziehen. Das Ablegen der schlechteren Kleidung oder des alten Kleides, dass wir nicht mit einem Flicken von einem neuen Kleid flicken sollen, zum Beispiel. Oder dass wir die Trauerkleider ablegen sollen, weil der Herr uns etwas Neues geben möchte. Das sind alles Beispiele, die uns erklären sollen, was es in den geistlichen Prinzipien damit zu tun hat, was wir ablegen sollen und was wir anlegen sollen. So heißt es da: Legt ab Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung oder schändliche Reden aus eurem Mund und zieht an herzliches Erbarmen, Güte, Demut. Über alles aber zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Oder niemand aber setzt einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand, denn das Eingesetzte reißt von dem Gewand ab und der Riss wird schlimmer. Wenn du diese Bibelstellen, die auch angegeben werden, nachliest, wirst du merken, dass in diesem Ablegen von negativen Dingen und dem Bekleiden mit den guten Dingen, die der Herr dir geben will, einfach weiterkommst, wächst, zunimmst in deinem geistlichen Leben, zunimmst an Glauben und an Vertrauen in Gott. Eine der schönsten Bibelstellen, die ich gefunden habe, wo es auch um das Anlegen der Kleidung geht, die lesen wir in Sacharja 3. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Das ist eine der aussagekräftigsten Bibelstellen in dieser Beziehung mit dem Ankleiden und mit dem Wegtun der alten Bekleidung, die ich gefunden habe in der Bibel. Dort werden die Kleider der Schuld, die Kleider der Sünde, die Kleider der Befleckung weggenommen und es werden Feierkleider angezogen. Ich wünsche dir, dass du schauen kannst danach, was habe ich an dieser geistlichen Bekleidung? Was habe ich an? Wie viel Wut oder Zorn oder übles Reden, wie viel Lästerung, alle diese Dinge ist noch in meinem Leben. Und was ziehe ich an Güte, an Barmherzigkeit, an den Dingen, die Gott dir ins Herz legt? Und ich wünsche dir, dass du in Feierkleidern dich einkleiden lässt von ihm. Ich wünsche dir, dass du weißt, Gott hat mehr für mich.